Liebe Menschen 50 plus, herzlich willkommen bei 50 plus Fernsehen. Vivant Dunant, Direktor des Louvre in seiner allerersten Glanzzeit, war einer der schillerndsten Figuren Europas im Zeitalter der Französischen Revolution. Für seine große Liebe, die Kunst, tat er alles und war sich für nichts zu schade. Der Schriftsteller und Übersetzer Reinhard Kaiser erzählt hier zum ersten Mal Dunants staunenswerte Lebensgeschichte. So lebendig und glänzend vorgetragen, dass die Lektüre zu einer großen Verführung wird. Ich bin in alledem nur der Mann, der zufällig zur rechten Zeit am rechten Ort war, hat Dunant bescheiden von sich gesagt und damit sein größtes Talent benannt, die Gunst der Stunde zu erkennen und Gelegenheiten, die sich ihm boten, nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Dunant verehrte die Kunst auf vielerlei Weise, aber nicht wie etwas Göttliches, etwas prinzipiell Unerreichbares, sondern so wie ein Mann eine Frau verehrt, die er zu besitzen begehrt. Seine Lebensgeschichte ist eine Geschichte der Kunst und der Epoche, in der er lebte. Sie führt durch halb Europa und nach Ägypten, auf die Schlachtfelder der napoleonischen Kriege und in die großen Kunstsammlungen der Zeit nach Berlin, Kassel, Braunschweig, München, Wien und Schwerin, sowie immer wieder nach Venedig und nach Paris. Sie ist auch die Geschichte einer großen, in wundervollen Bildern dokumentierten Liebe, die die Wirren der Revolutionsjahre überdauerte. Ich habe nicht studiert, ich habe viel gesehen, meinte Dunant. Reinhard Kaisers Buch ist eine Einladung, die Welt und das Leben mit den Augen dieses glücklichen Kunsträubers zu betrachten. Das ist unser Buchtipp 50 plus. Ich lege Ihnen das Buch zur Lektüre sehr ans Herz. Es ist überaus lesenswert und sehr unterhaltsam. Viel Spaß bei der Lektüre. Bitte bleiben Sie bei uns. Wir bleiben für Sie am Ball.